Da fällt mir ein, da habe ich neulich einen neuen gelernt in Frankreich. Da ahmt man das Verhalten von Pferden nach. Die Pferdepaule. Bon, de chevaux. Das ist ein Frauengespräch. Wir haben ja jetzt ziemlich häufig unsere Partner gewechselt. Meint ihr, dass eure Männer euch treu sind? Man hört ja so viel an den europäischen Höfen mit den Mätressen und so etwas. Also ich glaube schon. Aber meiner wüsste auch, was ihm passieren würde, wenn ich es rauskriegen würde. Den Fächer um die Ohren, das wäre noch das Mindeste. Aber da fällt mir ein, es gibt da einen Tanz aus einem sehr katholischen Land, wo das scheinbar trotzdem bekannt ist, dieses Problem, nämlich aus Spanien. Er heißt Eifersucht, Jalousia. Dann lasst uns den noch mal tanzen. Thank you.
weiß nicht, was wir verkehrt gemacht haben. Aber vielleicht sollten wir uns von unseren eigenen Männern etwas lösen. Eigentlich feiern wir ja den heutigen Geburtstag von Fürst Leopold. Werte Freunde, wenn ich das sagen darf, der Kleine hat das eben scheinbar in Worte gefasst. Das ist eine Gemeinheit. Ja. Fürst Leopold ist ja etwas nach unserer Zeit, aber auch im 17. Jahrhundert gab es wunderbare Tänze aus England, die aber auch im anderen, weiteren Europa getanzt werden. Ihr meint bestimmt diesen Königsmörder, diesen Engländer, John Playford genannt, genau, der Tänze aufgeschrieben und verlegt hat. Und da gibt es einen Tanz, der heißt Green Sleeves. Und das Lied soll König Heinrich VIII. Für seine Frau, die zweite Frau, Anne Boleyn, geschrieben haben. Ist das nicht romantisch? Oh, romantisch. Bis zum Mai 1536, als er sie hinrichten ließ. Trotzdem sollten wir den Tanz jetzt tanzen, auch wenn die Männer wieder ihre Sprüche machen. Thank you.
Ich beneide euch, dass ihr den Tanz machen durftet. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Es tut mir leid, werte Freundin, aber es gibt bestimmt wieder eine neue Möglichkeit für euch. Zum Beispiel jetzt den nächsten Tänzer. Das sind zwei Tänze, die sonst von den Bauern in England auf dem Anger getanzt worden, die aber auch bei Hofe getanzt werden können. Dann lasst uns nicht säumen. Tanzen wir die Goddesses und den Blackleg. Thank you.
geehrte Gäste, mit den nun folgenden, kann ich lesen, und letzten Tanz, Harz Is, hat es Folgendes auf sich. Der Dichter sagte in der zweiten Strophe des Liedes, was nützt es schon, weit wegzufahren und das Leben mit Schufterei zu vergeuden? Oder weshalb sollten wir hier unsere Tage in lästiger Plackerei verbringen? Besser ist es, in Ruhe zu leben und anzunehmen, was Gott uns schickt. Jede Nacht durchzumachen, heiter zu sein und die Zeit mit guten Gefährten zu verbringen. So möchten wir in diesem Sinne und mit dem folgenden Tanz unseren Ball zu Ehren unseres Nachbarn Fürst Leopold beenden. Prost! Wohlmunde.
mittanzen möchte, kann mittanzen.